Was ist mit Ankara passiert? Alle sind verwandt hier. Alle. Wisst ihr das? Ja, ich höre das. Das ist so ein Tackern, ne? Aus. Und man sieht ja auch, boah, das ist richtig zu, ne? Tut viel mehr dabei, oder? Guck mal ein Leuchtzimmer an hier. Luxus pur hier. Ich habe so ein Zimmer. Was läuft falsch bei mir hier? Willkommen bei der Kfz-Putzig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache jetzt einen Vlog. Ja, ich werde euch jetzt mitnehmen, wie wir nach Ankara fahren. Und dann zeige ich euch meine Heimat, wo ich herkomme. Dann wird ihr mich auch verstehen, warum wir in meinem Anleiter sind. Das ist mein Koffer, der kleine, und der Rest ist Eidosch. Hey, mach mich nicht schlecht. Nein. Ich habe nur gesagt, das kleine ist deins und die restlichen ja, sind deins. Ja, genau, genau, richtig. So, hast du irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, nein. Ich gucke jetzt nochmal alle ja. Zimmer. Alle durch. Was willst du sagen, dass ich stinke oder was? Nee, einfach ein bisschen Raum dafür. Und wir werden jetzt das Auto jetzt erstmal vollpacken. Der Vati ist da, mein Tesa ist da, die wird ihr auch noch kennenlernen. Ach, hier habe ich auch noch Geld. Ach ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. War jetzt 10 Tage in Antalya, hat super viel Spaß gemacht. War echt sehr, sehr schön hier. Muss ich sagen, Belek ist immer natürlich sehr, sehr schön. Ankaras Nummernschild ist 06. Das ist von meinem Cousin das Auto. Der Wagen ist soweit durchgecheckt, vollgepackt. Wir gehen gleich noch ein bisschen was einkaufen, Getränke und so. Und danach fahren wir auch direkt los. Nafin Tese. Ja. Ja. Nafin Tese. Also guck nicht, dass sie jetzt so ruhig ist, Alter. Die hat Sprüche drauf. Ja. Da geht dir kaputt. Soranlara çok çok selam söylüyorum. Aleykümselam. Fatih ist mein Cousin. Er ist Maschinenbauingenieur und arbeitet zurzeit für eine Woche hier in Antalya. Der lernt gerade Deutsch, nach Deutschland auswandert. Ich möchte Deutsch sprechen, aber es ist schwer für mich. Uğraşıyorum ama elimden geldiğince biraz zor geliyor. Fatih ist sehr, sehr interessant. Warum? Leute, wegen dir habe ich YouTube angefangen. Ganz kurze Geschichte. Fatih war bei uns, der war ja schon irgendwie im 4., 5. Semester und wollte halt bei uns weiter studieren in Deutschland. Dann war er hier ein halbes Jahr und der hat sich halt gelangweilt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey komm, wir holen uns ein Auto und tunen den auf. Und somit haben wir den Audi TT zusammen gekauft, ganz günstig, haben den getunt und das hat den so Spaß gemacht. Wir haben selber programmiert, wir haben anderen Ladeluftkühler reingemacht, Ansaugbrücke, neuen K04 Lader, jeden Tag irgendwas dran gemacht. Das hat denen so gut gefallen, dass wir das weiterhin machen wollten. Und dann habe ich den Audi S3 gekauft, weil wir den auch low-budget irgendwie tunen wollten. Und dann musste er aber wieder zurück in die Türkei. Und dann hat er gesagt, Yunus, aber weißt du was, mach YouTube und ich gucke mir die Videos an. Und so habe ich mit YouTube angefangen. Ja, es Dank war ihm. Schönen Tag in meine Liebe. Hatte mir nicht so eine Idee. Ja, also es war einer deiner schönsten Tage bei mir. Dankeschön. Aber auf jeden Fall super, super Typ. Fatihs neues Auto, sehr, sehr geil. Was ich euch aber zeigen muss hier, guckt euch mal bitte diesen Display hier an. Ey. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Was kostet so ein Auto ungefähr? 800 bin. 800 bin? Aber da, normalerweise, o zaman, içindeki daha çok, değil mi? 900 bin Millionen. Eine Million Tele. Also 1 Euro 36 Tele, könnt ihr ungefähr ausrechnen, was so ein Auto hier kostet. Aber sehr, sehr schönes Auto. Hallo, los und Kasas Belasis Kulan. So, ich freue mich schon auf meine Heimat und dann mal schauen, was wir da machen. So, ich nehme mich einfach mal mit. Aydosh, sind wir ready? Ja, sind. Guck mal, Kekikballe. Ja. Honig mit so Thymian. Das hätte man nehmen können. Das wäre interessant, das ist bestimmt super für den Husten und so. Ja, bestimmt. Schöne Landschaft. Ja. Sehr schön. Also, ich sage das immer noch, man muss Pothole hier machen. Pothole Türkei. Der wäre geil. Also da würde ich sogar ohne Gage mitfahren. Definitiv. So eine richtig lange Route. Guck mal, die ganzen Routen da oben, meine ich. Ey, so eine richtig lange, schöne Route. Vielleicht können wir das ja machen. Pothole Türkei organisieren. Wir wären jetzt Organisator für so eine Rallye. Das könnte man echt voll machen. So richtig gut könnte man das machen. Wahnsinn.
geht's ja wirklich so hoch. Ah. Sind wir wieder im Rallye hier, oder ja, was? Ja, jetzt haben wir voll Rallye-Feeling. Italien haben wir auch 30 Grad hier. Okay, wir haben jetzt hier 36 Grad, aber... Ja. Wir haben auch die Pause. Pause? Guck mal, Stein. Oh, der hat einen Platten. Hast du gesehen? Ja. Cool. Die Kickbar. Ich finde das schön. Guck mal, die Aufmachung. So, ja, voll so schön. Stand cool. Hier. Aber schön, ja, ich nehme den Müller, check mal. Abi, balçıçların hepsini açtım. Bu çam balımdır, çam balı. Salgı baldır. Çam balın salgılamış olduğu reçineyi arı enzimleyerek bal haline getirir. Karaciğer yağlanmasına ve karaciğer yetmesini birebir. Bu çiçek balımız. Bu da kekik balı. Kekik balı, astım, bronşit, grip, nezle, öksürüğe falan birebirdir abi. Baş ağrısı, mide ağrısı, karın ağrısına birebir. Şu normal karakovan süzmem. Şu da kütük karakovan süzmem abi. Şöyle fenli kovanda yaptığımız arının kendisinin yapmış olduğu saf doğal petekli. Bunlar aslında benzinli petek olmaz. Sakız gibi ağza mum kalmaz ablacığım. Baya meşhur oldum az daha. Instagram'a falan atarsanız Arıcı Kadir 15... YouTube'da çıkacaksınız. YouTube. Arıcı Kadir 1506 adıyla da Instagram'dayız. Tamam. Ürünlerimiz kendi ürünümüzdü. Mütünyat. Eğer annemiş das. Onlar işte mütünyat. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das schmecken wird. Also es gibt ja auch sehr viele Leute, die das halt ein bisschen punchen. Hochwertiges Honig, sehr, sehr teuer ist, das weiß ich ja. Ja gut, probieren wir das mal. Guck mal, man sieht die Spitze des Berges nicht. In den Wolken. Ich liebe solche Strecken. Ich mag solche Strecken auch voll. Das ist nicht langweilig, dieses nur geradeaus fahren, sondern man bewegt sich genau. So. Das ist, finde ich, das macht doch... Wie soll ich sagen? Da ermüdet man nicht so, finde ich, wenn man mehr bewegt. Ey, da macht es auch Spaß. Ja, das stimmt. Ne, die Strecke zu fahren, man sieht was. Nee, das ist Kisselei. Was machen die denn hier? Nee, der hat sich das einfach Eyeldes draufgeklebt. Ich dachte schon Kisselei. Nein, du stehst einmal Abschlepper. Lass einfach hinter den herfahren. Oder merkt ihr die Nummer? Oh, sag das. Oh. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Oh. Was ist denn hier passiert? Unfall oder was? Nee, nee. Ich glaube einfach eine Panne. Ja, Panne. Okay, ich würde gerade checkst du halt, ja. Ja, wäre besser, die hätten mehr Platz, aber vielleicht können sie das ja machen. Ja. Überall Schnee. Auf dem Berg. Das, da sieht man es richtig. Da sieht man es richtig dolle. Und guck mal rechts, das sieht ja aber aus. Ne? Stell dir mal vor, da wird nur alles gebaut hier. Guck mal, wir sind, wenn man jetzt so im Spiegel guckt, so ein riesen Berg hinter uns. Wir sind jetzt da drunter durchgefahren. Heftig. Auch die Straßen, super. Richtig schöne Straßen, ne? Also ich fahre 110, ich denke, ich fahre 30 oder so. Richtig schön glatt. Nicht holperig, ne? Haben sie gut gemacht, finde ich. Macht Spaß. Mhm. So könnte es die ganze Zeit sein. Was sagst du so? Bist du jetzt erholt so vom Esoids, ne? So jetzt nach dem, nach dem Aufenthalt. Ja. Kannst du sagen, du hast nicht einmal an die Arbeit gedacht? Also dieses Jahr muss ich sagen, habe ich nicht so viel. Ja doch, klar, wo das Auto halt stehen geblieben ist, habe ich sehr oft an meine Werkstatt gedacht, auch an meine Werkzeuge und vor so. Vor dir gibt es einen Blitzer. Und sonst gar nicht. Also da wo wir jetzt in Antalya waren. Gar nicht voll abgeschaltet. Ja, ne, so richtig. Das war bei mir auch der Fall. Nichts gemacht. Von morgens bis abends nur gechillt. Nur mit euch halt was unternommen und Multi und so. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war echt schön. Also ich muss sagen, das war echt schön. Und weißt du auch, das Geilste war, so, wir waren jetzt das erste Mal in der Villa. Und ich muss sagen, normalerweise, wenn du im Hotel bist, ich sag mal 10 Tage, da bist du 5., 6. Tag habt ihr die Schnauze voll. Ihr seht jeden Tag das Gleiche. Es ist halt immer so eine Routine, jeden Tag das Gleiche und machst. Und dann ne? Kotzt du irgendwann, dann sagst du, boah, ich will eng nach Hause. Mhm. Aber jetzt in der Villa waren wir auch 10 Tage. Und ich muss sagen, ey, ich glaube, ich hätte noch mal so eine Woche, 2 Wochen. Und ich hätte, glaube ich, immer noch nicht so ein Bedürfnis, ey, ich muss jetzt nach Hause. Muss ich sagen. Kannst du halt selber gestalten, es ist halt irgendwie anders. War sehr, sehr schön. Es regnet! Wahnsinn! Oh mein Gott! Hier da oben sind ein paar Regenwölkchen. Bei 33.
31 Grad haben wir jetzt. Und man sagt ja in der Türkei, man muss ja super, super aufpassen. Alles ist immer so staubig, trocken. Und wenn es regnet, gibt es so einen Schmierfilm, sagt man ja, ne? Naja, ich war dann so. Heftig, es regnet. Juhu! Oh, 24 Grad am Bar. Auf einmal. Und ja, es geht immer runter. Nein, ganz gut. Wasserdings, mach langsam. Oh mein Gott, hast du gesehen, wie es da hochgespritzt ist? Ja. Ach du meine Güte. Aquaplaning Deluxe direkt. Und die Temperatur 19 Grad. Was meinst du? Kannst die ganze Fahrt aufnehmen. Guck mal, was für ein Panorama. Ja. Dann zu viel wahrscheinlich, ja? Ja. Alter, guck mal unten und so an, Alter. Ja, guck mal, da hinten ist dann die Sonne. Ne? Krass. Und die andere Stelle ist extrem schattig. Sieht auf jeden Fall toll aus. Jonas Lars. Nicht schlecht. Gibt es noch lauter Jonas hier? Ganz viele Jonas Lars. Aber es gibt bestimmt viele Jonas in diesem Jonas Ort, weißt du? Ganz viele Jonas. Ja, heißt du Jonas? Ah, komm. Wer hat immer zu dir Jonas gesagt? Irgendwann hat immer Jonas zu dir gesagt. Jonas. War das nicht Kati eine Zeit lang mal Jonas? Die sagt auch immer so komisch Jonas. Ja, viele sagen über irgendwas. Jonas. Josef. Jesus. Ich hab schon alles gehört. Guck mal, Ikonia ist eine Riesenstadt. Was ist das denn? Guck mal, wie verbaut alles ist. Heftig, ne? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber ich hoffe. Das ist bekannt. Ich guck mal da. Wow, guck mal. Alter. Noch mehr. Ey, guck mal, was für eine Riesenstadt das ist. Also, ist Konya echt so groß? Ja, Konya ist aber auch eine wichtige Stadt, ich sag mal jetzt auch so geschichtlich gesehen, ne? Guck mal, die ganzen Leute stehen da und gucken sich das an. Ja. Da muss ja auch was heißen, das sind alle Inländer. Sogar die Inländer. Schön, dass Heizziegenbusse gibt es sogar, guck mal. Krass. Nicht schlecht, oder? Auch hier sehr schön, ne? Ja. Wow. Also hätte ich nicht gedacht. Guck mal, was für eine Stadt. Also,
Ich wusste nicht, dass Konya so riesig ist. Wusste ich auch nicht. Das Wahnsinn. Ist ja Istanbul 2.0. Ach, guck mal, wie weit, breit gefächert einfach diese Stadt ist. Flugzeug. Haben die das umgebaut auf irgendwas? Das ist so ein Park hier, ne? Ja. Geil. Nicht schlecht. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt so ein Restaurant. Die haben so ein Restaurant in so einem Ding geöffnet. Ja, ist so eine Picknickstelle, ne? Mhm. Ja, guck mal, genau. Auch hier rechts raus. Sehr schön. Schön. Sowas haben wir ja auch in Ankara sehr viele. Ne? Ja, so Picknickplätze immer. Du kannst da hingehen, du kannst Essen bestellen oder kannst auch selber dein Fleisch mitbringen und selber grillen. Mhm. Guck mal da. Ja, nur mal so ein kleines. Finde ich schön. Was ist das denn für ein Gebäude? Gute Frage. Wie schön ist es? Ich weiß gar nicht, du. Wegen den Schafen da hinten? Ja. Wow. Heftig. Das war echt heftig. Das war echt geil. Ich dachte schon, die Sandsturm oder was ist hier los? Willkommen in Ankara, würde ich sagen. Alter. Guck dir das mal an. Seit wann haben wir solche Skylines? Keine Ahnung. Guck mal rechts. Stell dir mal vor, was die für eine schöne Aussicht haben, die da Wohnungen haben. Was ist mit Ankara passiert? Hier kommen nur Skylines. Ich würde sagen, du warst lange nicht mehr hier, so wie es aussieht. Hä? Wow, das ist Hammer aus. Also das ist die City, Leute. Das ist Wahnsinn. Also ich bin genauso geflasht. Vielleicht der eine oder andere auch. Aber ich selber habe sowas noch nie gesehen. Istanbul gibt es nicht mehr so viele. Nebeneinander. Das ist New York-Style. Ja. Bin jetzt beeindruckt. Ja, die haben echt viel gebaut, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich muss auch dazu sagen. Ja, aber wir wissen es ja nicht. Fahren wir hier abends auch mal vorbei, sodass wir diese beleuchteten Sachen sehen. Guck dir mal vorne und so an, wie viele Skylines gebaut wurden. Ey, das hätte ich doch gesehen, weil ich ja wieso so ein. Ich liebe ja sowas. Ich würde sofort sowas sehen, Eilosch. Wir waren jetzt aber 5 Jahre nicht mehr hier. Da ja, kann sich viel fünf verändern. Jahre so was gebaut. Du weißt, der Bauen boomt ja sowieso überall. Wir sind in Ankara angekommen. Wir haben hier ein eigenes Haus hier in Ankara, Lalabel, in der Rambo, am Chillen. Und das erste, was ich gemacht habe, ist natürlich Hausarbeiten. Ey, Sulara, Ibi, was ist denn los? Ihr wart auch hier. Warum habt ihr euch das nicht angeschaut hier? Auf jeden Fall hier, Waschmaschine, katastrophal angeschlossen, verliert Wasser. Hier, Spülmaschine, verliert Wasser. Durch das Teil hier wird gereinigt und dann kannst du ganz normal Leitungswasser auch trinken. Der war zuletzt dran und seitdem hat der voll viel Wasser verloren. Und wie ihr hier seht hier, hab mir das angeschaut, hab da 2 Stellen gefunden, die habe ich behoben. Ich habe echt gechillt die Tage. Oh, das war so schön. Schaltgeschäfte nennt man das, so in der Türkei. Ne? Man sitzt sich hier hin, trinkt Tee, chillt. So, das ist auch unser Grundstück hier. So sieht das Ganze aus. Riesengrundstück. Und hier, Leute, denke ich echt an einer Selbstständigkeit. Ich kann euch das ganz kurz mal erklären. Ich habe so einen 10-Jahres-Plan, was ich vor 3 Jahren erstellt habe. Und nach 7 Jahren möchte ich auswandern. Das ist mein Plan. Ob das noch in 7 Jahren zutrifft oder nicht, werde ich sehen. Aber Grundstück habe ich schon da. Und dann zeige ich euch unten auch die Wohnung. Hallo! Hallo, Jonas. Meine Mama. Da ist Elmar da, hier ist Lalabel. Da haben wir einen Tunnel. Was für ein Tunnel war das, Aydosh? Ja, für den...
schnellen Zug hier. So Schnellzug, ICE. Ne? Genau, ICE-Tunnel haben wir da. Wurde auch vor kurzem gebaut. Guck mal die Straße an. Leute, so eine Straße haben wir nicht in Witten. Und das ist ein Dorf hier. Ich muss noch die ganzen Bäume hier befestigen heute. Auto steht da. So, in der Türkei ist das so, wenn ihr was bauen lässt, es wird nicht gut gebaut. Ist leider echt so. Achtet mal. Alles ist hier neu. Wir wollten so unbedingt so einen Panoramablick haben. Wozu auch immer. Und guckt euch das an. Diese Tür geht nicht zu. Geht die echt nicht zu? Nein. Und nicht auf. Ja, also, und hier ist ein bisschen Spinnennetz hier. Ja, ist es. Ah ja, unglaublich. Guckt mal euch die Arbeiten an. Dieses Haus haben wir dann mit der Familie gemeinsam vor 5 Jahren für Mama nochmal neu aufgebaut. Komplett. Äpfel, was ganz normal ist hier. Da haben wir auch Äpfel. Da haben wir Trauben, glaube ich. So, mein Plan ist es ja so, nach 7 Jahren Werkstatt Witten vermieten. Und danach komme ich hier hin, Richtung Kfz was aufbauen. Und danach hier leben. Hier würde ich so schön ein Bad machen. Hier so. Hier wird der Wohnzimmer sein. Schön. Küche würde ich dorthin machen. Da könnte man schon was Geiles machen, ehrlich. Ja, das ist ein E-Bike von meinem Bruder. Das ist witzig, ne? Bevor ich hier hingekommen bin, habe ich von der gleichen Firma eine Kooperationsanfrage bekommen. Ich komme hier hin und das Fahrrad hier steht hier. Auch mal eine Frage an euch. Würdet ihr, denken wir auch so viele, ich habe auch Bock auszuwandern, aber ich weiß nicht, was ich mache oder ich habe Bock oder ich werde auswandern und habe das und das vor. Ja, würde mich mal interessieren, weil ich will nicht zu meiner Rente warten. Ne? Leute, jetzt stell dir mal vor, mit 65 eine Rente. 67 sogar. Hier hinkommen. Also was habe ich davon? Das ist so wie, als würdest du mit 70 einen Porsche kaufen. Hast du ja auch nichts davon. Also ich bin immer noch froh, wenn ich mit 70 einen Porsche kaufen kann, aber wäre eher unwahrscheinlich. Also hier drüben haben wir eine Garage. Ne, das geht so durch bis dahin. Da sind auch sehr viele Sachen noch von meinem Vater. Stimmt, da ist ja auch nochmal eine. Ja, da ist eine Garage. Ich werde jetzt gleich nochmal meinem Onkel helfen mit dem Auto. Da werden wir eine Kühler einbauen und gucken, ob der dicht ist. Also an jeden Obdachlosen, wenn ihr wollt, könnt ihr hier rein. Schön hier. Die Luft ist schön. Ha? Wolltest du das noch sagen? Habe ich das schon gesagt, Aldosch. Habe ich. Ein Stück. Ja. Echt? Ja, habe ich gesagt. Okay. Dass ich mich da ja so selbstständig machen will. Ne? Ist geil. Da haben wir ein Tor. Riesengrundfläche, also Riesenfläche haben wir da. Es ist geil. Man kann da reinfahren, da wieder rausfahren. Also es ist, man kann sehr vieles damit machen. Ne? Und das ist ja auch typisch türkisch hier. So, die Dinger hier. Ich finde die Mauer hier echt schön. Ja, aber du siehst ja die Arbeit, ne? Wie ja, es gemacht haben. Das geht halt schnell kaputt, das ist halt leider. Ne, das ist nicht nur eine Stelle, das sind mehrere Stellen. Guck mal, die andere Seite genauso, wieder so ein Riss. Ja, das ist leider die Arbeit. Da ist kaputt. Weißt du, da, also wenn man in der Türkei was bauen möchte, da muss man echt 24 Stunden dabei sein. Und gucken, ey. Das will ich nicht, so möchte ich das haben. Ich finde das nur schade, weil man gibt so viel Geld aus. Das ist auch kaputt überall. Also alles ist kaputt. Guck mal, wie kann man das nur so halbwegs, was ist das? Ist man hier so eine Treppe und dann hier so hoch. Und hier? Hier haben die überhaupt keine Treppe mehr gemacht, weil die gesagt haben, ach, wir machen nur noch so einen Teil drauf. Diese Fassade ist keine 5-6 Jahre alt. Einfach nur kaputt. Guck mal, unten wurde nicht zu Ende gemacht. Und auch die Dinger hier, dass man diese Stangen nicht einfach rausholt. Kann sich doch jeder verletzen. Wenn ich irgendwann hier bin, werden wir das wieder vernünftig machen lassen. Und dann habe ich hier Zeit. Wir fahren jetzt einmal das Wichtigste machen. Kreugessen. Ich mag diese kleinen Fläschchen. Ich auch. Wir hatten ja einen Ölwechsel gemacht und nach dem Ölwechsel bin ich ja rausgefahren. Ja. Und danach habe ich so ganz leichte, komische Geräusche gehabt. Guck mal, wenn ich jetzt fahre, hörst du das? Ja, ich höre das. Das ist so ein Tackern, ne? Ja, und das habe ich vorher nicht gehört, weil ich die Klima volle Pulle an hatte. Ich hoffe mal, der andere wechselt sein Auto auf. Weiß nicht, frag mal. Thank you.
Ey, Eilolf! Ey! Nicht so nah! Du machst den Lack kaputt! Hauptsache an den anderen denken, aber nicht an mich. Aber mich kannst du das machen, ne? Also Leute, wenn gleich das Auto eine andere Farbe hat, dann wisst ihr Bescheid, dass Eidosch das Lack einfach selbst geschossen hat. Hast du alles abgekriegt? Oh, ich hab nur gerade vorhin geguckt. Leute, das haben wir nicht mal im Witten. Kunstrasenplatz. Beleuchtet. Umsonst. Für umsonst? Für umsonst, was denn sonst? Was denn so? Alle sind verwandt hier. Alle. Wenn ich hier jetzt Leute einmal begrüßen möchte, dauert es 2 Wochen. Verabschiedung dauert genauso viel. 2 Wochen. Und jeder will, dass du auch zu denen gehst, ne? Ja, aber das schaffen wir nicht. Wir gehen jetzt mal Papa besuchen. Und danach machen wir weiter. Die einzigen, die ein Auto waschen. Und es sieht schlimmer aus als vorher. Guck doch mal, wie viel verkalkt unser Wasser ist hier. Alles Kalkflecken. Überall. Ja, ja, das ist Katastrophe. Also wir können den Magen also nochmal neu eigentlich waschen. Eigentlich kann man den direkt waschen lassen, ja. Vielleicht. Weiß nicht, haben wir was falsch gemacht? Ja, nee, wir hätten den abdrucken müssen, Alter. Wir hatten ja kein Leder hätten oder so wir, gehabt. Ne? Ja. Aber so kalkig, das muss ja extra, guck mal. Das kriegst du nicht ab, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Da unten irgendwo wohnen wir und jetzt sind wir eigentlich an der Spitze, also okay, höher geht es auch noch und jetzt zeige ich euch ein Auto, der ist einfach Legende bei uns in der Familie, dieses Auto. Was für ein Hyundai, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, der wird gefühlt immer repariert, nie gefahren, nur repariert, weil er liebt das Auto einfach und er hat auch gesagt, den wird er auch niemals abgeben. Hier, Kühler ist kaputt gegangen, Fatih, nereden kırıldı bu? Tam bu iç kısımdan kırıldı abi. Hier sieht man noch. Hast du versucht zu kleben, ne? Bir de burada kırılmış sanırım. Babam yapmış demiş ama. Hier haben die versucht zu kleben auf jeden Fall. Ja, altes Auto. Ja, normal. So sieht ein Kühler von innen aus. Man sieht ja auch, boah, das ist richtig zu, ne? Zaten önce tamir edildiğinde contasını yanlış takmışlar. Ach, büyük takmışlar. Der wurde schon mal repariert. Das ist das Geile hier in Sanay. Das reparieren die. Bunu tamir ediyorlar, değil mi? Ederler. Ja. Onu babam tamir edecek zaten. Ach so, den sein Vater repariert, also mein Onkel. Hat er schon alles vorbereitet, das ist der Lüfter. Und das ist der neue Kühler, der passt auch, sieht eigentlich auch sehr gut aus. So, da haben wir diesen Stecker, hat er schon drin. Dann hat er das, alles gut. Super. Meine Cousins hier, die machen solche Figuren, Leute. Wahnsinn. Familie Elbuiz. Fatih, bunu kendisi yapıyorsunuz değil mi? Biz kendimiz yapıyoruz, abim boyuyor. Bir de boyuyor. Krass, also die machen das selber. El boyası tamamen. Genau, die machen das selber und danach wird das nochmal selbst, also mit der Hand gemalt. Das ist ja Wahnsinn. Fatih, was kostet sowas? Kaç lira bu? 3000 lira şu an. 3000, also knapp, ich sag mal so 70, 80 Euro. Macht er alles selber mit einem 3D-Drucker und dann wird es noch gemalt. Wahnsinn. Also ich verlinke das mal unten. Das ist von meinen Cousins hier. Ich weiß nicht, ob die es nach Deutschland schicken. Vielleicht können sie es ja irgendwann mal machen, wenn die Anfrage groß ist. Auf jeden Fall geil. Ist alles unten verlinkt. Könnt ihr mal abchecken. Ist eine Instagram-Seite. Ist von meinem Cousin hier. Einfach mal gönnen. Und wenn nicht, einfach mal draufgehen und ihn einfach mal abonnieren. Dann freut er sich auf jeden Fall. Bilal Ramja, wie geht's dir? Du kannst ja auch Deutsch. Ja, bisschen Deutsch. Bisschen Deutsch kann er. Ja. Wie oft warst du in Deutschland? 2 Jahre, aber wie oft warst du da? Du warst ja 3-4 Mal warst du da. Ne? Ja. 84 bis 86 war ja, ja da. Ja. Da haben wir noch in Bochum gewohnt. Ja. Und dann 2010, 11, 12. Dimme, ich bin auch nicht ironisch zu lange. Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, aber sprechen kann er nicht so gut. Aber er war ja auch nie im Kurs oder so. Ja, ich verstehe. Ja. Maschinenbau-Ingenieur. Ja, Maschinenbau-Ingenieur, was Fatih jetzt auch gemacht hat.
Genau, onu yaptım, geldin geri. Yarısını yaptım, hukuk şöyle okudum. Hı. Ondan sonra geri döndüm. Ah, okay, er hat Maschinenbau, also die Hälfte da fertig gemacht und dann ist er wieder zurückgekommen. Evet. Şimdi burada kaç sene çalıştın Betül amca? 25. 25 Jahre hat er da gearbeitet. Makine teknikeri olarak. Yani sizin orada şey oluyor, formen değil, formenin bir üstünün adı neydi? Valla, keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ya bu arabadan biraz bir anlat bize. Bu arabayı ne zaman aldın? Sen bu arabayı niye bu kadar çok seviyorsun? Bu arabayı ben almadım, Burak aldı. O seçti. O dedi ki bu araba olacak dedi. Cool. Yani ben de bu arabayı aldım. Ondan sonra da bir tek daha da bu değiştirmeyi düşünmedim. Benimle birlikte yaşıyor yani. Ich habe ja noch einen Cousin, Burak, der ist leider nicht da, der wohnt in Aydın. Und der hat das damals ausgesucht. Das war 95, 95'ti değil mi? Ama bunda tabii teyzen öğrendi, Burak öğrendi. Ja. Fatih öğrendi, İsmail öğrendi, ja. Ali öğrendi. Alle. In der ganzen Stadt, şey, ganze Familie hat hier Autofahren gelernt mit diesem Auto. Betül Ramcak kann sehr, sehr gut reparieren. Er hat auch sehr viele Werkzeuge hier. Hier hat er seinen Schuppen so, wo er Werkzeuge und so hat. Also der ist, also ich glaube, es liegt bei uns in der Familie. Wir sind einfach alle gerne am Schrauben. Das Ding hat ja eine LPG-Anlage und bei denen ist das so, die verbrauchen so gut wie gar nichts. Du brauchst nur Tankstelle vorbeifahren und der fährt trotzdem seine 10 Kilometer mehr. Allein vom Geruch. Also 374 bin. Hey, das Auto hat genauso viel gelaufen wie mein Audi, aber ist stabiler als mein Audi. Also Wahnsinn. 374.000 und das Auto läuft und läuft und läuft. Also wir werden jetzt ganz schnell den Kühler einbauen. Ja, tekrar immer. Ja, ja, das ist echt nicht schwer. Nur gucken, ob das hier fest ist. Sonst. Boru tutacağım. Ben boruları tutarım. So, sonst da in die Löcher rein, das geht echt ganz leicht bei dem. Boah. So, dann haben wir die Dinger. Genau, die kommen da rein, zwei Schrauben. Fertig. So einfach läuft das hier. Hat man schon Kühler drinne. Also, das hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Bei so einer Aussicht. Aber die Farbe ist sehr, sehr interessant. So, das ist so Silber. Aber da ist so, ja, ist so ein bisschen radikal gemacht, ne? Damit das nicht rostet. Also keine Ahnung wie. Da ist so ein oder Unterbodenschutz drauf geklatscht. So richtig überall hin. Und danach halt als Silber lackiert. Aber ehrlich, überall, das, die haben das gar nicht ausgebaut, sag ich dir. Die haben das so abgeklebt und bumm. Komplett drauf. Ja, das ist normal. Hier einfach eine Schraube durchjagen. Ich glaube es nicht. Ich feiere sowas. Eingebaute Wegfahrsperre, das Auto. Das will er mir jetzt zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der läuft. Ah, ich sehe schon Schalter und so, sehe ich da. Guck mal, hier sind Schalter und so. Ja. Mach ich nicht. Bunu çekmezsem araba çalışmıyor. Okay. Mach. Direkt gibi. Cikla. Ja, schon. Aber bak. Der Schlüssel nimmt er auch raus. Ja, Leute, ich feier das. Güzel bir his yani bunu sürmeyi. Senin için öyle değil mi? Benim için çok güzel bir his. Özellikle hidrolik direksiyon bir de. Şu şey, şortu kapatayım mı ben? Kapat. Hidrolik direksiyon ya bir de. Direksiyon da yumuşa. Ne de gidelim Fatih? Sağdan abi. Tamam, ne kadar gitti sen. Weniger. Das ist LPG'de çalışıyor değil mi şu anda? Evet, evet. Filmlerde var ya böyle. Gidiyorlar ya böyle. 374.000 gelaufen, hammer ya. Acayip gidiyor araba da. Gerçek diyorum. Also der lässt sich echt gut fahren. Also ganz ehrlich, Bremsen top. Leichte Vibrationen haben wir. Aber ja, ist ja klar. Keine Ahnung. Temperatur I. Kaç beygir bu? 77. Bunun karbüratöründe bir kapakçık daha var. Gaz bas, gaza bastıkça gösteririm zaten. Otomatik açılıyor, daha fazla hava almaya başlıyor. Ama LPG'de çok etkisi çalışmıyor. Yani. Böyle sileceğiz şimdi. Şimdi burası Yeşildere değil mi? Burası Yeşildere yolu abi.
Herhalde, der lässt sich so geil fahren. Wahnsinn. Ich liebe das. Dieses Feeling in der Türkei, in so einer Straße und dann noch so ein Auto. Da bist du hier angekommen, ehrlich. Das ist Selim abi değil mi bu? Arkadan gelen kim peki? Ben de Selim abi ama. Bu Ahmet abi, Hüseyin abi olabilir. Bu da iyi bir. Doğru. Ya. Ich glaube, er braucht einfach eine vernünftige Spureinstellung und das Ding läuft 1A. Motor, Getriebe, perfekt. Bombe. Ja? Kühler auch super, konstant, immer gleiche Temperatur. So muss das sein. Warme Luft kriegen wir sowieso. Deswegen geil. Macht einfach nur Spaß damit zu fahren. Könnte ich den ganzen Tag machen. Mit seiner Umgebung natürlich. Komme ich nicht mehr aus der Toilette raus, es ist Wahnsinn, mir geht es überhaupt nicht gut. Ab jetzt sind es ja, glaube ich, 2100 Kilometer. Ja, das ist schon die Grenze, es ist keiner da. Was? Tankstelle mit so einer Aussicht hier höher, oder? Dafür müssen wir nochmal extra Geld zahlen, was ist das für eine Aussicht? So, Grenze, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir hier warten. Wir haben jetzt, oha, was war das denn? Hast du gerade die Felgen gekillt? Also, wenn ich das sehe, Abschlepper, da drauf ein Audi, kriege ich ein bisschen schlechte Laune. Boah, wir sind jetzt in Serbien. Achtet mal, Waldbrand. Das kann nicht sein. Ich gehe kaputt. Ja, mir fehlen die Worte. Oh, ich bin scheiß Déjà-vu jetzt wieder. Kadar basitmiş mi?